Hey Leute und herzlich willkommen wieder mal zu einem neuen Video. Und zwar habe ich es ja schon angekündigt. Es geht um diese Minibar, die hier steht, die an sich ganz schick aussieht. Sie hat allerdings diese getönte Scheibe und ich zeige euch jetzt, wie die Beleuchtung da drin aussieht. So, das ist ja wohl ein Witz, oder? Deine Ecke ist so ganz leicht die Beleuchtung. Ich hoffe, man sieht das so halbwegs. Spiegelt zu sehr, aber das kommt ja gar nicht zur Geltung. Und wenn ich jetzt die Tür zumache, sieht man davon sozusagen gar nichts und es ist halt Schwachsinn. Ich hätte gerne, dass man hier durchzieht und diese ganzen Flaschen schön in Szene gesetzt sind. Ja, ich habe mir natürlich was überlegt, wie ich das Ganze machen kann. Und zwar ohne am Kühlschrank groß irgendwas umzubasteln, also nicht irgendwo irgendwelche Kabel abschneiden und so. Und da habe ich eine Lösung für mich gefunden, die man mit Sicherheit auch kritisieren kann, aber es ist ja meine Privatsache und ihr solltet es einfach nicht nachmachen, wenn ihr keine Ahnung habt davon. Es ist gefährlich. Ich zeige euch jetzt aber mal, was ich gemacht habe. Also hier ist erstmal alles vorbereitet, was ich brauche. Zur Beleuchtung werde ich einfach oberhalb, also oben am Rand, ein LED-Stripe RGB WW ist es, einbauen. Den werde ich mir dann noch von der Länge zurechtschneiden. Also wie komme ich überhaupt dazu, dass der Strom drin ist, wenn ich daran nichts umbaue? Ja, ich habe erst überlegt, zeige ich es euch, zeige ich es euch nicht. Vielleicht habt ihr aber auch eine bessere Lösung, wie man das hinkriegen kann. Wir haben hier eine E14-Sockel für die Leuchte, die da drin ist. An diesem Sockel für eine E14-Leuchte ist, also hier drin befindet sich eine Sicherung. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Milliampere, habe ich jetzt nicht im Kopf. Jedenfalls, wenn die im Arsch ist, ist das ganze Ding hier im Arsch. Aber zur Sicherheit ist hier eine Sicherung drin. Und dann haben wir hier quasi den 230 Volt Anschluss. Das muss ich alles noch fertig machen. Der geht dann hier auf dieses Gerät. Das ist nämlich ein ein Transformator mit Gleichrichter auch drin. Also hier haben wir einmal L und N, ne, 230 Volt. Und hier kommt 12 Volt Gleichspannung raus. Da habe ich jetzt schon dran gemacht, ist keine Kunst gewesen, muss ich jetzt auch nicht nochmal zeigen. Hier ist jetzt dieser LED Wi-Fi Controller dran. Den kann man irgendwie per Fernbedienung einmal steuern. Und per Wi-Fi steht ja hier drauf, hier irgendwie QR-Code. Und da kann ich jetzt dieses RGBW-Band dran löten. Das werde ich mit Hilfe von diesem Teil machen. Das kann ich nämlich hier vorne reinstecken. Da sieht man das, stecke ich rein und hier werden die einzelnen Leitungen angelötet, die dann hier dran kommen. Aber ich muss hier noch einzelne Leitungen dran löten, weil ich einen weiteren Weg habe von diesem Teil bis zum LED-Band, glaube ich zumindest. Aber wenn ich mir das so überlege, könnte ich auch einfach die Leitung hier verlängern, von hier nach da. Dann müsste ich nicht so viele einzeln, dann müsste ich nur zwei Drähte machen. Hier müsste ich halt fünf machen. Überlege ich mir gleich noch. Das schaue ich mal, weil es wäre natürlich easy, jetzt die hier dran zu löten. Aber mal gucken. Schauen wir mal. Ich glaube, ich fange jetzt erstmal an, dieses Teil hier vorzubereiten. Ja, und dann gucken wir mal, wie das so klappt. So Freunde, also ich fange jetzt an mit diesem Adapter hier. Den werde ich schon mal fertig machen, den anzuschließen. Dafür werde ich jetzt die Leitungen erstmal deutlich kürzen und abisolieren, Hülsen drauf machen und dann schon mal fertig machen zum Anschließen. Das mache ich allerdings erst, wenn ich das hier eingeschraubt habe. Weil ich habe erst überlegt, hier einen Stecker zwischen zu machen nochmal. Aber ich denke mir, jeder Steckkontakt zusätzlich ist Widerstand und ist eigentlich eine Fehlerquelle mehr. Deswegen werde ich das dann einfach vor Ort fest verschrauben. Es ist zwar nicht ganz so bequem, aber ich habe mir gedacht, von der Sicherheit her ist es am höchsten. Rein theoretisch kann eigentlich nichts passieren. Ich habe es abgesichert. Und ich habe bei diesem Adapter, der ist ja selber gebaut, habe ich eine Isolationsprüfung gemacht. Also erstmal habe ich alle Widerstände so oder so gemessen, den Durchgang, der ist top. Und dann habe ich eine Isolationsprüfung gemacht nach außen, wie man das bei Schutzklasse 2 Geräten zum Beispiel macht. Nur zur Sicherheit, sollte man auch machen. Also es ist jetzt nicht zertifiziert, es ist halt weiterhin ein
Eigenbau. So, was muss ich jetzt machen? Ich muss jetzt hier diesen Wi-Fi-Controller, also ich werde ja das Ding quasi hier reinstecken. Ich teste das jetzt einmal, wie das so klappt. Okay, das geht gut. Scheiße, kriege ich es auch wieder raus. Jetzt habe ich keine geeignete Zange hier, aber damit geht's auch. Bin mal gespannt, wie das so klappt. Das ist doch ein bisschen filigran hier. Und ich habe leider nicht so dünne Leitungen wie die. Die wären echt viel geiler. 300 Grad schon. Ja, dann dürfte das ja jetzt klappen. Ich werde mal ein bisschen Blödsinn abschneiden. Weil das sonst schwierig ist. Ich weiß nicht, sieht man das gut, was ich hier mache? Keine Ahnung. Also ich bin jetzt nicht der Lötprofi. Ihr könnt mir ja gerne einen Tipp geben, wenn ich irgendwas falsch mache. Also ich heize jetzt erst diese beiden Drähte quasi auf und dann gebe ich Lötzinn dazu und hoffe, dass das war vielleicht schon ein bisschen viel und hoffe, dass das dann passt. Naja, ich mache jetzt mal hier weiter und ihr seht das Endergebnis dann gleich und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Aufnahme. So Leute, ich bin jetzt schon ein bisschen weiter. Zwischenstand gebe ich euch aber erst gleich. Ich schneide jetzt das LED-Band. Ich gucke noch mal, wie lang das sein muss. Ja, wenn es am Ende nicht hell genug ist, ey, dann lässt sich aus. Ich habe jetzt gefunden die Stelle, wo ich zerschneiden muss. Das mache ich jetzt mal eben. Ja. Und jetzt habe ich das LED-Band hier. Moment mal, ich checke mal eben was. So Leute, ich habe jetzt hier ein bisschen rumgebastelt und ich bin soweit fertig mit der Vorbereitung. Also ich zeige es mal eben hier in dieser Kamera. Ich gehe mal hinter die Kamera, damit man es sieht. Also wie gesagt, hier ne, kommt 230 Volt an, hier geht 12 Volt raus, gehen in dieses Wi-Fi-Ding und das habe ich jetzt fertig gelötet. Hier auf der Seite ist quasi der Stecker. Ich hoffe, das hält so, weil irgendwie ist das relativ locker, dieses Gesteckte. Hier gehen die Leitungen raus. Die muss ich ein bisschen verlängern. Die gehen dann auf das LED-Stripe, was wirklich nur so kurz ist, weil es nur an die Oberseite des Kühlschranks kommt. Ich habe jetzt nicht getestet, ob das hell genug ist. Ich hoffe es einfach und ich werde es einfach mal einbauen jetzt und gucken, wie es klappt. Dafür muss ich jetzt den Kühlschrank leer räumen. Ja, und dann würde ich sagen, geht's ab. Jo, auch geil. Jetzt muss ich den ganzen Kühlschrank erstmal ausräumen. Ob ich das vielleicht aufgenommen kriege, was ich da oben mache. Ich glaube tatsächlich, man erkennt es auf der Kamera nicht, was ich jetzt hier mache. Aber egal, vielleicht kann man es dann ja doch irgendwie erahnen. Boah, ey. Ich muss jetzt erstmal das Original-Leuchtmittel hier rauskriegen. Auch nicht so leicht. Uff. Jetzt kommt mein Adapter da reingeschraubt. Ich hoffe, das klappt. Strom habe ich da, jetzt muss ich den anderen Kram holen. Ich weiß gar nicht, man sieht echt auf den Kameras gar nichts, was ich hier veranstalte. Da muss ich wahrscheinlich gleich mal rein filmen. Egal, so plus, minus, ja gut. Es ist ja L und N, da wäre es jetzt nicht so wichtig, wenn ich es vertausche, aber ich will es alles so machen, wie es draufsteht. Also vertausche ich es nicht. Fest. Zugentlastung dran. So, ja, ich werde das Ding jetzt anschließen. Koste es, was es wolle. Okay, Leute, der Moment der Wahrheit, ob es funktioniert. Leute, es leuchtet. Es leuchtet. Wie hell ist es denn durch die gefühlte Farbe? Ich lege es jetzt natürlich nur mal rein, aber... Hell genug, hell genug, hell genug. Ja, mega, geil, dann werde ich das Ding jetzt mal befestigen. Ja, so ist, denke ich, ganz gut. Nicht zu nah am Rand.
die Tür zu. Schon tausendmal geiler als vorher. Also man sieht auf jeden Fall jetzt die Flaschen. Also klar, unten muss ich sagen, ja, man könnte überlegen, ob man, ja gut, wie willst du da unten, wie willst du hier unten jetzt ein LED-Band reinmachen? Das geht nicht. Man könnte noch seitlich welche machen, aber ich will mich mal nicht beschweren. Das sieht schon top aus. So Freunde, es ist jetzt schon eine Weile her tatsächlich, dass das letzte Video hiervon gedreht wurde und ich habe auch nochmal was geändert. Die Helligkeit hat mir nicht gefallen, dass hier oben nur ein LED-Streifen war. Ich habe gedacht, dann mache ich noch unten ein, aber dann dachte ich, ja gut, dann müsste ich ja schon wieder Kabel unten legen und dann habe ich gedacht, was ich, wenn ich einen LED-Streifen einfach hier ringsrum mache und tatsächlich habe ich den jetzt hier mal probeweise so angeklebt und ich muss sagen, ich glaube, das funktioniert ziemlich gut. Was ich jetzt habe, ist so ein flexibler LED-Streifen, der hat an sich keine eigene Klebefolie dahinter. Deswegen habe ich mir ein passendes Klebeband bestellt. Ich hoffe, das funktioniert auch so. Und ich werde jetzt mal versuchen, das dahinter zu machen. Ich weiß noch nicht so richtig wie. Aber ich glaube, ich werde einfach mal das komplette Teil noch mal rausnehmen. Was dann dahinter steckt und wie das da drinnen aussieht, zeige ich euch gleich noch. Oh, das ist natürlich jetzt kacke. Ich habe das zur Probe halt einmal mit normalem Klebeband fixiert. Das muss ich jetzt natürlich einmal rausnehmen. Also ich müsste, um das ganze Teil hier rauszunehmen, nur einen Kabelbinder abmachen. Und ja, das LED-Band halt und den Kleber abziehen. Wobei das wahrscheinlich recht einfach funktioniert. So. Jetzt ist das LED-Band draußen. Ich würde die Kamera jetzt dafür nicht umstellen, aber ich glaube, es ist am einfachsten, wenn ich es einfach auf den Boden lege und das Klebeband halt wirklich vorher auf das Stripe klebe. Das mache ich jetzt auch mal direkt. Ich hoffe, das klappt so ganz gut. Ich muss mal eben dafür auf den Boden gehen. Das klappt mit meinem Knie jetzt noch nicht so hundertprozentig, aber es. Sorry, ich hatte keinen Bock, die Kamera die ganze Zeit umzustellen. Also auf der. So sieht es natürlich jetzt von vorne aus. Und hinten ist dieses LED-Stripe, was ich jetzt hier aufgeklebt habe. Ich gehe da jetzt nochmal so entlang, damit es wirklich überall einmal dran gedrückt ist. Und jetzt fange ich an, das festzukleben. Vielleicht muss ich dann doch nochmal mit dem normalen Klebeband an den Ecken oder so nachhelfen. So, jetzt will ich natürlich, dass das schön gerade an der Kante verläuft. Das war zwar jetzt nicht ganz so geplant und ich wollte eigentlich verzichten, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber da ich ja am Kühlschrank nichts anders befestigen will als mit Kleber, muss ich jetzt hier die Enden einmal mit durchsichtigem Klebeband fixieren. Das sieht man eh nicht. Ich weiß halt nur, dass es da ist. Aber sonst glaube ich, machen die irgendwann den Abgang. Also an sich klappt das mit dem Fixieren. Aber naja. So. Jetzt brauche ich noch mal ein kleines Stück. Und zwar für den LED-Controller, der hier drin sitzt. Alexa, Minibar an. Ah, das funktioniert ja schon mal. Das hält ja super. So, kein Wunder, dass es nicht hält. Ich hab. Wie dumm. Wenn man den Klebestreifen nicht löst, hält es auch nicht. Alexa, Minibar weiß. Thank you.
Ah, jetzt geht's. Alexa Minibar Warmweiß. Funktioniert. Leute, okay, perfekt. Also man kann das Ganze mit der App steuern, mit dieser Fernbedienung, die ich aber eigentlich nicht nutze, oder halt Alexa sogar, weil ich hier so ein kleines 10-Euro-Modul habe, welches WLAN kann. Ich werde euch jetzt aber mal kurz zeigen, was ich denn jetzt gemacht habe im Endeffekt, weil so wird die Minibar bleiben. Also, hier unten sieht man, hier ist der Spannungswandler. Der holt sich den Strom halt weg, wie ich gezeigt habe, von der Lampenfassung. Und dann geht die Leitung hier raus. Und hier an der Seite sitzt dieser Wi-Fi-Empfänger und ja, quasi das kleine Steuergerät. Das ist ja auch. Und hier oben ist der Empfänger von der Fernbedienung. Und das ist halt auch der Anschalter hier für das Licht an sich. Lasse ich jetzt aber an, weil ich will es ja per Alexa steuern. Ja, dann geht hier ein kleines schwarzes Kabel hoch, das ist nicht ganz so hübsch, aber das geht halt an den LED-Stripe und den muss ich ja jetzt nur einmal rumlegen. Wo jetzt ein kleines Problem war, war hier an den Stellen. Es gibt ja hier dieses Gitter, was jetzt nicht so schlimm ist, weil das Band ja an sich sehr flach ist. Aber hier gerade passt das jetzt nicht so 100% und genau hier ist eine LED und deswegen ist es, also hier, und deswegen ist es hier ein bisschen gewellt. Aber ganz ehrlich, dafür muss man so nah dran gehen, dass man das sieht. Ja, ich habe den Kühlschrank jetzt gerade aus, weil ich im Winter ist es eigentlich nur ein Hingucker und da stehen meine Getränke draußen. Ich stelle jetzt die Sachen wieder rein und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Ich sauf gar nicht so viel Red Bull, ne? Das ist alles eher für Gäste und weil es irgendwie geil aussieht, habe ich diese Getränke fürs Erste ausgewählt. Vielleicht werde ich das auch noch irgendwann ein bisschen ändern. So, machen wir das Ding mal zu. Ich weiß gar nicht, ist das 100%? Alexa, Minibar 100%. Alexa, Minibar 100%. Scheint schon volle Helligkeit zu sein, aber das ist hell genug, ohne Scheiß. Im Dunkeln habe ich das Ding immer auf 10%, weil das sonst zu hell ist. Alexa, Minibar Türkis. Wieso checkt die das immer nicht? Alexa, die Minibar Türkis. Ist das Mikrofon in deiner Ecke vielleicht scheiße? Vielleicht. Aber jedenfalls kann ich es per Alexa steuern. Jetzt hole ich nochmal die App und zeige euch, wie man das damit steuert. Das ist jetzt diese Controller-App. Hier habe ich natürlich dieses Farbrad, wo ich dann alles einstellen kann. Warmweiß habe ich halt auch eingebaut. Ja, Kaltweiß ist nicht direkt drin, aber lässt sich auch ganz gut imitieren. Ja, und hier habe ich dann halt vorgefertigte Farben, die ich mal irgendwie eingestellt habe, keine Ahnung. Und ich kann hier mit der App zumindest auch per Mikrofon die ganze Sache steuern. Weiß ich nicht, ob man das braucht. Oder halt auch zum Beispiel einen Farbverlauf machen. Oder auch ein Stroboskop. Also dieser kleine Controller kann echt schon viel. Über Alexa kann ich nur die Helligkeit und verschiedene Farben einstellen. Das reicht auch für mich in den normalen Fällen. Wenn nicht, packe ich dann halt mal diese App auf und dann nutze ich das damit. Brauche ich aber eigentlich nicht. Ich finde diese Steuerung über Alexa schon ganz nice. Und das Ding ist, wenn ich irgendwie mit beiden gleichzeitig rumsteuere, funktioniert da irgendwas nicht, habe ich festgestellt. Oder Alexa Minibar aus. Okay, jetzt funktioniert es, keine Ahnung. Alexa Minibar wieder an. Ich weiß nicht, irgendwie scheint das wohl gerade doch zu funktionieren. Gestern hat es nicht geklappt, aber vielleicht lag es auch an mir. Nee, ich finde es ziemlich nice. Man sieht mich jetzt auf der Aufnahme voll, das ist kacke. Ja, bockt. Also welche Farbe ich richtig nice finde irgendwie, ist so ein Türkis. Das finde ich irgendwie cool. Naja. Wie auch immer. Ne? Von innen sieht es halt so aus und es stört halt auch nicht beim Ein- oder Ausräumen jetzt. Klar, hier unten hat man jetzt eine ganz kleine Kante, aber ansonsten nicht. Ja, vielleicht blende ich euch noch mal ein paar Szenen ein, wie es komplett bei Dunkelheit aussieht. Das kann ich ja heute Abend noch mal machen, weil das sieht echt ganz nice aus. Ist halt ein kleiner Hingucker und vorher war, wie gesagt, so eine Kühlschrankleuchte da drinne. Vollkommener Scheiß. Wenn ich so eine Glasfront habe, will ich doch eine geile Beleuchtung haben. Und man sieht ja, dass das geil aussieht.
Nee, ohne Scheiß. Also ich kann euch gerne mal, wenn ihr wollt, in die Videobeschreibung, zumindest ein LED-Band, was ich da jetzt eingebaut habe, vielleicht noch den Klebestreifen. Es gibt die aber, glaube ich, auch mit Klebestreifen. Man muss nur lange genug suchen. Und halt den Controller vor allem und vielleicht auch den Spannungswandler. Ich kann euch das da, wenn ihr wollt, gerne alles reinschreiben, aber ich warte mal erstmal die Kommentare ab. Wie da so das Interesse ist, wenn ja, mache ich es noch. Ja, eine Sache muss ich noch sagen. Und zwar habe ich ein Lied hochgeladen, der Remix ist eigentlich schon ein bisschen älter, Koffer Hoffer ist so ein Meme, das kennt aber keiner. Vom Pro kennt man das. Und da habe ich einen Remix von gemacht, ein Kollege von mir hat ein Video dazu gemacht und das ist jetzt auf meinem anderen Kanal online. Ich markiere das mal hier irgendwo, ich weiß nicht, wie das im Moment mit Markierung bei YouTube ist. Und dann könnt ihr euch das mal reinziehen. Jetzt blende ich zum Schluss noch mal ein paar Szenen ein, hier mit der Minibar, wie die im Dunkeln aussieht. Und ich hoffe, wir sehen uns in irgendeinem Video wieder, wo es mehr um Veranstaltungstechnik geht. Wobei ich glaube, das dauert leider noch. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich nach diesem Video für Videos mache, aber ich werde versuchen, regelmäßig welche zu bringen. Bis dann, haut rein, ciao.